Nee, bei mir gibt's immer nur einen Döner, einen Baklava. Und Baklava. Yannick, heute mit den kalifornischen Rosinen werde ich dich zum Teufel schicken. Tata, ich bin echt froh, dich heute vernichten zu können. So Jungs, heute geht es um eure Geschmacksknospen. Wir haben hier verschiedene Energy Balls. Drei Geschmacksrichtungen geben wir euch zum Test. Und wer die Ingredients richtig errät, der gewinnt. Hast du schon mal Augen verbunden, Tata? Nein, nur Handschellen angelegt. Alles klar. Kalifornische Rosinen sind sonnengetrocknet und dadurch enthalten sie alle Nährstoffe. Sie sind perfekt geeignet als Energielieferant sowohl vor als auch nach dem Training. Sehr gut, dann würde ich sagen, starten wir. Und auf. Kugel kommt, erster Ball kommt. So, Chacha, erstes Gefühl? Rosinig. Rosine. Auf jeden Fall nach kalifornischen Rosinen. Schokolade, Nougat. Mishek, stimmt das? Leider nein, das war der fruchtige. Sesam. Cranberry. Kokos. Kokos, gut, Mishek. War das Kokos? Nicht mal annähernd. Chacha, das war Sesam. Großer Ball. Yannick, was ist deine Antwort? Rosine und Chia. Mishek? Ja, das ist absolut richtig. Haselnuss. Haselnuss. Mishek? Er hat den ersten Punkt geholt. Es war Haselnuss. Ja! Okay, sehr gut, Chacha. Siegerehrung ist angebracht, würde ich sagen. Mishek, aber löst doch mal auf. Wer hat denn jetzt hier eigentlich gewonnen? Wir haben hier ein Unentschieden erreicht. Beide waren gleich schlecht. Ja, auf jeden Fall sehr lecker.